Desiree, erstmal mal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der U20-WM. Mhm. Wie war es für dich, dieses Turnier? Ja, war eine ganz besondere Erfahrung, weil wir sowas natürlich noch nie erlebt haben. Also alle Spielerinnen, die da waren, mit 26.000 Menschen im Stadion, und die Stimmung war einzigartig. Und dass wir dann letztendlich natürlich gewonnen haben, war der Wahnsinn. Also für mich mit das wichtigste Ereignis fußballerisch in meinem Leben. Hattest du denn jetzt überhaupt Zeit, dich auf die neue Saison vorzubereiten? Ja, natürlich, wir mussten direkt von dort dann hierher fliegen, zum Trainingslager nach Österreich. War natürlich am Anfang ein bisschen schwierig, die Umstellung gleich, aber ich kenne die Mannschaft ja jetzt seit 5 Jahren und man kommt dann da halt schnell wieder rein und der Trainer zieht dann halt an. Training ist anders und ja, also ich bin wieder im Alltag angekommen, denke ich. 5 Jahre sind eine lange Zeit. Was reizt dich denn noch in Potsdam? Ja, vor allem natürlich die Mannschaft und einfach im Leistungssport so viel erreichen zu können. Turbine ist eine Spitzenmannschaft und ich denke, wir sind nach dem Champions-League-Gewinn auch die beste Mannschaft Europas, ist ja nun mal so. Und ja, man hat super Trainingsbedingungen und ja, um sich halt einfach weiterzuentwickeln, das ist ein guter Verein, denke ich. Mhm. Ihr müsst jetzt Bundesliga spielen, ihr müsst Champions League spielen, ihr müsst DFB-Pokal spielen und ihr müsst relativ früh fertig sein, weil dann die Älteren die nächste ihre WM im Frühjahr, glaube ich, haben. Was erwartest du von dieser Saison? Wird das eine besonders harte Spielzeit? Ja, also bestimmt wird es eine harte Saison, viele englische Wochen. Für Torhüter, sage ich jetzt mal, geht es ja immer noch, aber für die Feldspieler ist es ja noch eine ganz andere Belastung. Und ja, wird halt schwierig. Ich weiß nicht, ob das alles so funktioniert und ich hoffe, dass wir halt durch unsere gute Athletik das auch so durchstehen, aber es wird dann halt, wird man dann sehen in der Saison. Wie hoch ist eigentlich der Druck? Ihr habt den Titel verteidigt in der letzten Saison, ihr habt die erste Champions League, die es überhaupt gab, auch wenn es letztlich eine umbenannte war, gewonnen. Wie hoch ist der Druck, das jetzt nochmal zu wiederholen? Ja, ich meine, der Druck ist immer da, wenn man ganz oben steht. Natürlich ist unser Ziel, die Titel zu verteidigen, was nicht einfach wird. Andere Mannschaften holen auch auf. Man sieht es auch im internationalen Bereich, dass immer besser gearbeitet wird. Und ja, unser Ziel ist natürlich nach wie vor, so viele Titel wie möglich zu gewinnen. Und wäre natürlich schön, wenn wir dann auch mal im DFB-Pokalfinale wieder stehen und es wieder gut machen können. Was hoffst du dir selbst für diese Saison? So viele Spiele wie möglich zu machen, mich persönlich weiterzuentwickeln und ja, einfach ja, so viele Spiele wie möglich.